Dann weiter mit Dune Spice Wars, mit unserem Let's Play. Zeichnen auf Twitch für YouTube. Und ich wurde gerade auf Twitch gefragt, ob ich nicht mal einen Vertrag schließen möchte. Nein, im Augenblick nicht. Problem ist folgendes. Wenn man einen solchen Vertrag schließt hier, zum Beispiel ein solches Handelsabkommen, dann kostet uns das ja Autorität. Also wenn wir sagen würden, wir schließen ein Handelsabkommen an mit denen, dann würden beide Seiten 15% mehr Solari produzieren. Das ist viel und cool. Es kostet uns jede Runde aber einen Autoritätspunkt. Und in dieser Phase des Spiels, in der man damit, also jede Minute, wo wir noch ganz viele Regionen claimen wollen, ist Autorität eine super wichtige Ressource und darauf verzichte ich. Dadurch haben wir natürlich Verluste. Gerade diese Wissensgeschichten wären sehr cool. Also 15% mehr Forschung mit zwei Leuten. Irgendwann machen wir das. Wahrscheinlich eher sogar die Wissens- als die Handelsabkommenssachen, aber noch nicht. Noch will ich ein paar Ressourcen mehr mir claimen. So, jetzt kommt der Angriff hier vorne. Wir schnappen uns die Kollegen hier. Wir greifen mit allen die Stadt an. Die Truppen kommen rücken raus und Achtung, die haben zwei Fernkämpfer und einen Nahkämpfer. Und die Nahkämpfer, die sollten wir in den Nahkampf reinnehmen, weil die dann nur noch halb so stark sind. Die mögen das nicht, wenn sie angegriffen werden im Nahkampf. Und mit dem hier wiederum greifen wir dann den Nahkämpfer hier an und die ja wiederum, die sind besonders gut, wenn die auf Gruppen ballern, die schweren Schützen. Deshalb ballern wir hier in die Gruppe rein und der wiederum ist besonders cool, wenn der Verbündete Einheiten hat, die mit ihm dasselbe Ziel angreifen. Das heißt, wir greifen da ebenfalls mal den hier vorne an. Läuft, scheint zu funktionieren. Ja, eingenommen. Jetzt müssen wir wieder klicken auf wir können sie erst einnehmen, wenn wir 192 haben. Müssen noch einen Moment abwarten. Wir können kommen im Augenblick nicht rein. Wir gewinnen hier zwar, wir können es nicht einnehmen. Es ist jetzt unseres, wir bleiben hier stehen. Aber es gehört erst so richtig uns, wenn wir die Autoritätspunkte zusammen haben. Wasser haben wir, die Autoritätspunkte brauchen wir, um es einzunehmen. Das wird noch mehrere Runden dauern. Wir bleiben hier stehen. Es reicht theoretisch, eine Einheit hier stehen zu lassen. Wir lassen mal alle hier stehen. Weil die Hakonnen müssten da oben eigentlich abgelenkt sein. Mit dem gehe ich mal hier hingucken und will ein bisschen mal so hinten rein. Später, dass die keine Truppen schicken. Die müssen irgendein Problem haben hier. So, hier wird weiter erkundet. Prima. Kampf gewonnen. Sehr schön. Forschung läuft. Hier Bodenkommando. Danach machen wir, das reduziert die Arbeitskraft Instandhaltung. Das ist sehr cool. Und als nächstes machen wir, da kann man mehr Raketenbatterien setzen. Mehr Milizen. Mehr Agenten einsetzen. Modulteile, Erntern mehr Crews zuweisen, das sollten wir uns gleich anschauen. Hier, Wasserverkäuferkontakte, Instandhaltung für Wasser reduziert, wir schwimmen in Wasser. Gleich. Enthüllt alle verborgenen relevanten Orte. Verbündete militärische Einheiten in der Nähe der Ornithopter erleiden Vorratentzug. Erleiden. Ah, wir können Ornithopter unseren Sammler begleiten lassen und dann sammeln die mehr ein. Das erste dagegen verstehe ich nicht. Verbündete Einheiten erleiden Vorratentzug pro Tag. Ach, und dann -20%. Das ist ein bisschen komisch formuliert. Also Einheiten verlieren ja Vorrat, wenn die auf feindlichem Territorium sind, Vorräte, die sie dabei haben, Proviant und so weiter. Und das, was sie immer verlieren, minutenweise, da verlieren die weniger. Das heißt, der grüne Wert ist ein positiver, also der Minusbetrag, den die erleiden, ist nicht ganz so weit minus. Darum geht's, ne? Das heißt, wenn wir die einen Ornithopter in der Nähe unserer Truppen hätten, würden die länger durchhalten. Das brauchen wir im Augenblick nicht. Das haben wir halb angeforscht.
Agenten, die der Arrakis-Infiltration zugewiesen sind, produzieren 20% mehr Autorität. Entdeckungsgeschwindigkeit für Sieges erhöht, da sind die Dörfer der Fremen. Weniger Solari, die man ausgeben. Autoritätsabzug auf Dörfer im eigenen Besitz für das Annektieren eines neuen Dorfes um 30% reduziert. Das ist das, was wir hier oben brauchen. Annektieren eines Dorfes, Autoritätskosten reduziert, ne? Abzug auf Dörfer im eigenen Besitz. Was? Ah, jetzt weiß ich, was die meinen. Wenn man, ich zeig's euch im Tooltip. Wenn man die ja annektieren wollen, dann gibt es hier so einen Tooltip und der zeigt einem an, wie die Kosten berechnet werden. Und einer der Kostenfaktoren ist die Anzahl der Dörfer, die man schon hat. Je mehr Dörfer man hat, desto mehr Autoritätspunkte muss man ausgeben. Und wenn wir die Forschung erforscht haben, dann wird der Teil reduziert. Also dieser Faktor wird um ein Drittel reduziert. Dauert sehr lange. Ich hätte ja gerne, was bringt uns denn mehr Wissen? Nichts mehr, ne? Rekrutierungsgeschwindigkeiten von Agenten doppelt so schnell. Das würde ich gerne nachmachen. Die Agenten, da können wir coole Sachen mitmachen. Ich glaube nicht, dass wir im Moment zwei Raketenbatterien brauchen oder einen Milizplatz mehr. Das sehe ich nicht. 10% mehr Produktion von Arbeitskraft. Mehr Geld. Ernte weisen mehr. Die Erntersache ist cool. Ich glaube, wir gehen hier drauf. Mehr Agenten als nächstes. Nach der Sache mit dem Bodenkommando. Achtung. Bau abgeschlossen hier vorne. Sehr schön. Ja, jetzt ist die Arbeitskraft plus 10 jede Runde. Das ist wichtig. Und jetzt können wir hier vorne, Truppen kommen immer noch nicht, einen, ich verzichte sogar auf die Raketenbatterie. Wir könnten die ersten Milizen kaufen demnächst. 5 Arbeitskraft immer Abzug. Aber wir sollen im Augenblick, wir haben hier einen Spion, niemand greift uns an. Wir bauen ein Rekrutierungsbüro hier, wenn das fertig ist. Also eine Raffinerie hier hin. Den Erntern können wir auch weitere Crewmitglieder, glaube ich, zuweisen. 50 Arbeitskraft für ein weiteres Crewmitglied. Und wir könnten sogar, wenn wir gleich genug Autorität haben, noch Dörfer in der um die Runde holen. Pro Minute, ich sage immer pro Runde, gemeint ist pro Minute. Können wir noch ein weitere Dörfer im Hintergrund annektieren. Hier kommen Truppen. Die schicken Truppen rüber. Sammeln die ein. Und bringen sie zurück. Da müssen wir natürlich aufpassen. Es kann jederzeit sein, dass Truppen nicht zu Fuß kommen, sondern dass die angeflogen kommen. Das kann auch passieren. Kommen wir jetzt mittlerweile hier rein. In Kürze. Einsatz gegen dich. Ein Einsatz hier gegen mich? Ich habe doch hier gar keine Leute. Was? Ach, hier gibt es ein Problem. Die Blauen und die Gelben, die Fremen und die Schmuggler kämpfen gegenseitig. Und irgendjemand hat einen Waffenstillstand hier verkündet. Und dann können die nicht gegeneinander kämpfen, aber das wird, weil das sich gegen alle richtet, so gewertet, als ob es uns auch treffen würde. Wir haben hier auch eine Einheit um die Ecke. Hier können wir jetzt gleich Autorität bekommen, wenn wir 500 Solari haben. Ich hole mir doch auf die 500 mal ein bisschen hier. Jetzt will ich doch einmal 130 haben, damit wir diese Aktion da oben durchführen können. 140 gegen 60.
Handel wurde angenommen und jetzt können wir hier oben hingehen, können diese Aktion hier durchführen. Wir können 500 Solari ausgeben, da ich einen dicken Backen Autoritätspunkte bekommen. Und jetzt haben wir 246. Und jetzt können wir uns das holen. Sokrates, danke fürs 10. Abo. Liebe Grüße. Und jetzt können wir hier hingehen und können tatsächlich diesen Ort sofort annektieren hier. Den Spezialort hier. Jetzt haben wir die benötigten Punkte. Haben nur 0,5 Wasser auf Vorrat. Jetzt läuft das hier über Zeit. Wenn das fertig ist, ich glaube, wir gehen doch in die Wasserverkäufe erstmal rein. Die sind in 11 Tagen fertig. Wir müssen ja nicht ständig, obwohl, wir können hier gleich das Spezialgebäude bauen. Kaufen wir die drei Reichen erstmal. Wir erobern doch nicht sofort weiter. Hier können wir uns mehr Treibstoff holen, den brauchen wir nicht. Wir hatten ein weiteres Spice-Feld. Hier ist ein Solari-Feld. Die können wir auch mal friedlich uns holen hier. Die sind bei uns um die Ecke. 109 brauchen wir, 55 haben wir. Hier können wir gleich Unmengen von Wasser produzieren. How can I help? 11 Tage. Wir ziehen das mal so durch, wie besprochen. Barrios, danke fürs 3. Abo. All clear. Der erforscht hier. Yes, sir. Ready. Da kommen Truppen. Und die kommen zu uns angedackelt. Jede Wette. Und wir haben keine Raketenbatterie gebaut. Kriegen wir die noch rechtzeitig fertig? Nie und nimmer. Wir können Milizen ausheben. Und holen uns. Geld haben wir. Wir haben 51 Solari. Wir können uns eine Sprengmiliz kaufen. Wir haben Arbeitskraft reicht. Das ist Milizveteranen. Die sind gut. Die können nur wir rekrutieren. Wir brauchen 300 Solari und 20 Arbeitskraft. Die haben sehr viele Trefferpunkte und sind sehr kampfstark. Die haben 400 Trefferpunkte, die haben 400, die haben 600. Aber die Arbeitskraft ist ein Problem, dann machen wir lieber drei normale. Eine Miliz, die müssen auch ausgebildet werden. Zwei normale Milizen und dann rücken wir mit den Truppen hier links schnellstmöglich hinterher. Eine Miliz. Jetzt wollen wir nochmal 50 Geld. Es ist nochmal Geld holen, nochmal Solari bitte. Mit dem Spice wird knapp. Wisst ihr, was? Wir machen es anders. Wir verkaufen denen nicht die hier. Wir verkaufen denen die Aufklärungspunkte. Die wollen die ja auch haben hier. Ja. 110 Solari gegen 40. Jetzt ist der Handel angenommen worden. Und jetzt können wir noch weitere Milizen uns holen. Ich hätte schon gerne einen Milizveteranen eigentlich. Wir holen uns noch einen Milizveteranen. Wir geben nochmal Spice aus. 300 Solari brauchen wir in Summe. Das heißt, wir müssen uns 100 und 80 holen. Oder 190. 80 gegen 190. Jetzt holen wir uns hier so eine Einheit. Geht nicht. Warum? 300? Hat es gerade nicht. Achso, der Handel ist noch nicht angenommen. Jetzt ist der Handel angenommen. Jetzt holen wir uns einen Milizveteranen.
Die da oben haben nämlich alle den Nachteil, wenn die nur noch die Hälfte, also wenn der die Hälfte der Gesundheitspunkte nur noch hat, erleidet der Panik, dann ist der geschwächt. Und die, wenn die festgesetzt werden, die Distanz einhalten, wenn ein Nahkämpfer neben denen steht, kämpft die nur noch halb so stark. Der Milizveteran erleidet keine Nachteile, hat viel mehr Trefferpunkte, hält was aus. Hauen wir einmal Autoritätspunkte raus für. Ja? Der generiert hier über Zeit. Und da müssen wir die Truppen gleich uns auch rüberziehen. Dorf gehört noch nicht uns. Die müssen noch ein Stück zu Ende heilen. Aber wir können die schon mal hier so in die Nähe ziehen. Ja, jetzt gehört es uns. Minus zwei Wasser. Oh lala. Das ist uncool. Ach, das ist wegen... Nee, aber nicht wegen den Milizen. Die verbrauchen doch kein Wasser, oder? Verbrauchen die Milizen Wasser? Ich glaube nicht. Wir bauen ja auch sofort das Spezialgebäude jetzt hier. Wir haben es ja gerade freigeschaltet und das ist... Wo ist es denn? Ah, das kann man noch nicht bauen. Wir brauchen erst eine Forschung dafür, die Wasserverkäuferkontakte. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Die Wasserverkäuferkontakte sind wo? Hier! Direkt hier oben. Okay, dann brechen wir die Gegenmaßnahmen ab. Forschungspunkte bleiben bestehen. Hier gehen wir rein und out 12 Runden. Dann haben wir auch Wasser gespart. Das heißt, wir müssen irgendwo ganz schnell noch ein Wassergebäude bauen, sonst gibt es auf Dauer Rebellionen und Unzufriedenheit. Es ist die Frage, ob wir das noch können irgendwo. Hier ist schon ein Wassergebäude, man sieht's, man kann immer nur eines bauen pro Region. Hier ist eines, da ist eines. Hier ist keines, hier haben wir allerdings auch nur eine Wasserstärke von 2. Hier auch nur eine Wasserstärke von 2. Hier ist schon eines gebaut, hier ist schon eines gebaut. Hier könnten wir eines bauen, Jammer 3. Aber dann bauen wir natürlich keine Raketenbatterie. Beides können wir nicht machen. Und die zu bauen wäre eigentlich cool. Von der Arbeitskraft her könnten wir es uns allerdings nicht leisten. Puh, 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 Leute. Wir können hier ein Wassergebäude hinsetzen. Das bringt mehr Wasser als die unten. Wasser pro Windstufe, also 3x3, 9 mehr an Wasser. Oder wir sagen einfach, wenn wir das Gebäude erst erforscht haben, sind wir aller Wasserprobleme egal. Dann gehen wir erstmal hier unten hin und bauen halt hier auf einem Platz, wo man auch... Ah, wir müssen auch hier erstmal einen Bauplatz freischalten. Wir machen es hier. Wir bauen hier eins. Ein Wassergebäude hin. Eine Windfalle. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir unsere Truppen halt durchbekommen. Und schicken unsere Leute. Dorf gehört uns jetzt. Genau. Hier ist die Windstärke uns nur bei plus 1. Produktion von Arbeitskraft hier plus 1. Das ist ein Bonus vor Ort. Wir haben 1000 Hegemoniepunkte dazu bekommen, haben jetzt 6400. Und marschieren mit den Truppen hier rüber. Vorräte sind voll. Mit allen rüber zur Verteidigung hierhin. On duty. Yes, sir. Dann ist die Frage, ob wir hier schon was anderes bauen. Raketenbatterien würde ich nicht bauen. Da wir ein großes Problem haben mit Plastal, ne? Das nächste wäre eigentlich ein Plaschtalgebäude. Dafür müssten wir ein Gebiet einnehmen, das uns viel Plaschtal bringt. Das könnte das ja zum Beispiel sein. Das hat eine Spezialität, das ist sehr viel Treibstoff bringt, den brauchen wir gar nicht. Hier können wir ein Plaschtal uns holen. Wir brauchen 85 Autorität und müssen nur Wasser haben.
Wir können uns gerne Biete holen. Wir müssen irgendwo noch ein Gebäude bauen für Plaschtal oder das uns immer erkaufen gegen Spice. Das können wir auch machen. Ich lasse es mal drauf ankommen. Wir können natürlich hier auch hingehen und können ein Plaschtal-Gebäude hinsetzen. Aber dann wiederum, das kostet dann wieder Unterhalt und so weiter, ne? Es produziert auch nur 6 hier vor Ort. Und hat, nee, es produziert 30 bei einer Instandhaltung von 6. Das heißt, es produziert 24 unterm Strich. Ach komm, wir machen das. Kosten uns einmalig 43, wir machen das. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit Handelsgeschäfte machen. So, und hier werden gleich angegriffen und setzen uns zur Wehr. Und setzen unsere Nahkämpfer nach vorne hin. Fernkämpfer nach hinten. Ah, die bleiben erstmal in ihrem Territorium. Jetzt kommen sie runter. Und jetzt könnten wir auch ein Spion, das erste Mal überhaupt, Leute, eine Spion-Sache machen hier oben. Wir haben doch genug Infos. Wir könnten zum Beispiel. Deren Kraft reduzieren, indem wir 100 von unseren Aufklärungspunkten investieren und das abwerfen. Oder deren Vorratentzug erhöhen. Das könnten wir auch machen, dass sie ihren Vorrat schneller verlieren. Ich habe was von einem gegnerischen Spion abbekommen, heißt es im Chat. Ich speichere einmal ab. Woran kann ich das sehen? Einsatz gegen dich hier vorne. Irgendwas passiert hier. Was wissen wir nicht? Links über der Einheit. Aha. Minus Ausrüstungssabotage. Minus 20% Kraft. Genau das, was wir auch machen. Wollten. Was sollen wir machen? Was würdet ihr empfehlen? Sollen wir ihre Vorräte reduzieren? Ne, lieber die Kraft reduzieren, ne? Weil die sind noch nicht so weit gelaufen. Das ist direkt bei ihr vor der Grenze. Ich würde auch das machen. Okay, Kraft weg. Einmal Ausrüstungssabotage. Und dann müssen wir noch sagen, wo, ne? Müssen wir noch auf irgendwas klicken? Ja, wir müssen Ziel anklicken. Klickt man da eine Einheit an oder eine ganze Gruppe, Leute? Das ist nicht aktiv, das wird erst erforscht, alles klar. Das heißt, wir müssen abwarten, bis die Dauer hier durchgelaufen ist und dann haben wir es quasi auf Vorrat und können es jederzeit einsetzen, alles klar. Stimmt, wusste ich auch, habe ich vergessen gerade. So, und jetzt greifen wir an. Und wir müssen die Fernkämpfer versuchen, mit den Nahkämpfern zu erwischen. Wenn die überhaupt zu uns laufen, ja. Eine Vorhuteinheit. Wenn eine Einheit in der Nähe stirbt, werden die stärker. Das sind die einfachen Soldaten, das sind die Kanoniere. Die müssen wir zuerst killen. Die Fernkampfeinheiten. Weil die im Nahkampf Probleme bekommen. Das heißt, der geht auf den im Nahkampf, der geht auf den im Nahkampf. Die Sprengkraft hier hinten rein. Der auch hier hinten rein und der greift den Nahkämpfer hier an. Und die Top platzieren. Mitten im Kampf. Wir haben irgendwas aufgedeckt. Hier können wir noch Sachen machen. Verlassenes Fremenlager. Hier können wir Plaschtal gewinnen.
Oder einen Agenten einsetzen für erhöhte Siege-Erkennung. Wir machen das mal, das habe ich noch nie gemacht. Wir brauchen dringend Plaschtal. Einmal hier hin. Mit ihm hier oben, der erkundet weiter alles. Und was ist hier gefunden worden? Hier können wir Spice entdecken. Einmal hier rüber und zurück. Die Milizen, kommen die nicht automatisch raus? Die sind noch nicht da. Die sind gleich da. Woran merkt man eigentlich, dass eine Forschung, dass so eine Spionagesache durchgelaufen ist? Hier können wir uns eine Belohnung holen. Eine Militärentwicklung beschleunigen. Auch eine Nachricht dann. Also das sollten wir doch eigentlich hier schaffen, oder? Ja, ein Feind ist schon weg. Jetzt greifen wir die Vorhuten am Schluss an. Ja, beide Fernkämpfer sind alle. Und jetzt killen wir erst den hier. Ja, wir haben keinen einzigen Verlust gehabt. Cool. Ja, Leute, wir haben keinen einzigen Verlust gehabt. Wir haben keinen Mann und keine Maus verloren. Cool. Ist das nicht cool? Wir haben niemanden verloren. Wir haben alle umgenietet. Na, haben ein bisschen taktisch gekämpft. Also das geht nur im Pausenmodus. Wenn wir jetzt nur hätten durchlaufen lassen, hätten wir Verluste gehabt. Aber es geht nur im Pausenmodus. Ne? Aber dann klappt das. Dann kann man auch Einheiten... Ich habe mal in irgendeiner Rezension, in einem Spieletest habe ich gelesen bei Dune Spice Wars, das sei gar nicht taktisch. Man würde die Leute nehmen, würde die in eine Menge raufwerfen und es wäre mehr nur so eine Sache, wer schmeißt die größte Masse aufeinander. Wenn man das pausiert macht und sich überlegt, in welcher Reihenfolge und wer kann was und wen zuerst und wen danach und wie kombiniere ich die Eigenschaften, dann ist das nicht richtig, ne?